Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny. Hier haben wir Kater Luke, der ist heute wieder mit dabei. Und wir werden heute ein ganz, ganz wichtiges Thema besprechen, denn eine neue Kategorie extra für euch. Danny deckt auf. Wir schauen uns mal das ein oder andere Produkt der vermeintlichen Stars an, welches hier den Zuschauern untergejubelt wird. Ich möchte schon fast meinen hemmungslos untergejubelt wird. Da haben wir einen Kandidaten, der hat gestern ordentlich einen Shitstorm bekommen, nämlich Dani Büchner. Grüße gehen raus. Darüber werden wir sprechen und wir werden mal dieses besagte Produkt ein bisschen auseinandernehmen. Iris Klein hat auch schon angeteasert, dass da irgendwas mitkommt. Und dafür habe ich mir Unterstützung geholt. Eine riesen Überraschung für euch. Ja, und wenn du sagst, du findest den kleinen YouTube-Kanal sympathisch, würdest mir gerne folgen, dann würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Wir sind hier auf dem Weg zu den 8000 Zuschauern. Es ist unglaublich. Und viele von euch haben noch nicht abonniert. Es wäre für mich ein Fest, wenn ihr meine Arbeit hier belohnt. Und noch eine Sache hier mit diesem Video. Teilt dieses Video sehr gerne, damit alle richtig aufgeklärt werden bei diesem ominösen Produkt. Aber worum geht es überhaupt? Ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz eine Story von Iris Klein. Da hat sie dieses Produkt schon so ein bisschen angeteasert. Und dann gehen wir aber auch schon gleich zu Dani Büchner. Also schaut euch das Produkt erstmal an. Es steht hier schon auf der Küchenzeile für uns alle präsent. Und jetzt schwenkt die Kamera da gleich hin. Wartet. Wir zitieren von Iris Klein. So, da ist es. Kollagen, trinkbares Kollagen. Sie hat hier noch keine Werbung für gemacht, sie hat nur gesagt, sie tut hier etwas Gutes für sich. Ja, und macht die gerade so eine Kur und hier liegt auch noch der Brief, hallo liebe Iris, bla bla. Also das, darum geht es und jetzt hat Dani Büchner aber die Werbung mit dem Hersteller und das schauen wir uns einmal an. Eine kleine Wunderwaffe an euch, liebe Leute, von Prima Biotik ist Kollagen zum Trinken. Ich sage euch das, ich mache das seit 10 Tagen. Ich habe nicht nur härtere Nägel, meine Haare sind fester und vor allen Dingen merke ich einfach, dass ich sehr viel mehr Energie habe. Was ich als erstes sagen möchte, ist, was richtig, richtig nicht gut ist, ist die Werbemarkierung hier oben. Ne? Da oben ist die Werbemarkierung, die sagt euch, dass das eine bezahlte Kooperation ist. Ich sage nicht, dass ihre Meinung gekauft ist, aber ich sage, sie bekommt dafür Geld, dass sie euch das Produkt zeigt. Das nochmal so nebenbei. Ansonsten zitieren wir natürlich aus Instagram Dani Büchner. Story habe ich heute Morgen gedreht, also es ist eine vorgedrehte Story und hier steht, schmeckt richtig lecker nach Pfirsich, verfügt Zusatz von 12 Vitaminen, bringt gesundes und starkes Haar und harte Nägel, bringt total Elan und Energie. Wir hören uns mal diese Story an und dann werden wir mal zu meinem Experten schalten. Das riecht so unglaublich gut nach Pfirsich. Da sind 12 Vitamine drin und der Körper nimmt das zu 95% auf. Das Beste ist, der Karton, den ich euch gleich zeige, und auch die Glasfläschchen sind nachhaltig. Und ich liebe das einfach, dass ich etwas für mich... Also allein die Aussage, dass das Beste daran ist, dass der Karton und das Fläschchen nachhaltig ist, da hat sie sich jetzt zwar... Also ich glaube nicht, dass es so im Wording stand, dass sie das so sagen soll... ja, aber das Beste an dem Produkt, merkt euch das, ist, dass der Karton und das Fläschchen nachhaltig ist. Das Produkt ist scheiße, aber das ist nachhaltig. Das muss man sich von überlegen. Von innen drin tun kann. Das ist so, so wichtig. Gerade jetzt. Ihr wisst ja, ich werde jetzt demnächst 45 und ich finde einfach, auch. Es ist an der Zeit, etwas für mich selbst zu tun. Und es schmeckt so, so lecker nach Pfirsich. Und ich hätte nicht gedacht, dass er jeden Tag trinkt, dass man die Wirkung ganz schnell merkt. Ihr seht einfach, ja, frisch aus dem Bett, so ungefähr, beziehungsweise ungeschminkt. Mhm. Ist das so, es stärkt Haut, Haare und Nägel. Es ist mit 12 Vitaminen und vor allem das Kollagen lindert ein wenig die Fältchen und baut die Haut von innen auf. Das ist einfach so. Hat Dani Büchner Botox im Gesicht? Ich weiß es nicht, das ist wirklich jetzt eine Frage. Hat sie da mal eine Story gemacht oder so? Dann wäre natürlich die Wirkung mit Fältchen auch totaler Quatsch. Aber wir hören uns den Experten gleich uns an. Super, ich lieb's einfach. Und mit meinem Code Dani20 spart ihr 14 Euro. Eine Menge, das finde Produkt ich. Kostet das müsst ihr unbedingt Euro. Ausprobieren. Das ist einfach so super. Es ist für Knochen, Muskeln und alles, was dazu gehört. Und ich finde einfach, wenn wir Frauen etwas für uns tun können, sollten wir das hier probieren. Und ich liebe das einfach jeden Morgen. Oh, da ist noch ein bisschen drin. Nehme ich das zu mir und bin echt begeistert. Und vor allen Dingen, dass es alles nachhaltig ist. Ja. Ihr seht, da sind 30 Fläschchen drin. Bei mir ist
verpackt sehen. Der ganze Karton ist nachhaltig, seht ihr? Als kleiner Einwand, ihr könnt euch vermuten, dass die Kooperation so läuft, dass man erstmal 10 Tage das trinken soll, um denn dann in der 10. Story, am 10. Tag eine Story zu machen. Deswegen hat Iris Klein, wird wahrscheinlich jetzt bald anfangen, weil die 10 Tage denn rum sind. Das mal so als kleiner Einwand von mir. Und das sind so kleine Glasfläschchen, die wirklich super, super gut sind. Ich kann das immer wieder nur betonen. Ich bin froh, dass ich etwas für mich selber tue, dass ich meinen Körper stärken kann. Mhm. Und vor allen Dingen ohne Zuckerzusatz. Und 100% natürliches Produkt ist das. Und das ist einfach, wir müssen etwas für uns selbst tun. Und das versuche ich. Bin damit so, so begeistert. Und Punkt. Dann unterbrechen wir sie mal. Also das ist das Produkt, um welches es geht, trinkbares Kollagen. So, es gab dann auch von einigen Zuschauern aus der eigenen Community schon den entsprechenden Gegenwind. Also Dani Büchner hat ein bisschen Hate bekommen. Aber bevor wir uns diesen Hate anschauen, schalte ich jetzt mal rüber zu meinem Experten. Es ist im Übrigen mein Verlobter, der ist sehr bekannt im YouTube-Geschäft. Maxim Giacomo, über 100.000 Abonnenten auf YouTube, macht dort den Bereich Beauty sehr, sehr groß. Und wenn ihr Interesse habt, ihm zu folgen, schaut gerne mal vorbei. Der kennt sich halt wirklich aus. Ich kenne mich nicht aus, aber der kennt sich aus. Und jetzt schauen wir uns mal an, was er zu trinkbaren Kollagen zu sagen hat. Ich einfach, dass ich sehr viel mehr Energie habe. Hi, ich bin Maxim Giacomo, ich bin Beauty Content Creator und setze mich seit vielen, vielen Jahren mit Beauty und Skincare auseinander. Und ich würde da gerne zu was sagen, denn ich glaube, es ist wichtig, dass wir in der Beauty-Industrie super transparent sind. Und das fehlt mir hier leider so ein bisschen. Das Problem, was ich hier sehe, ist, dass so ein bisschen die Tatsachen vertauscht werden. Erstmal, sie macht das seit 10 Tagen und sie sieht, dass ihre Haare kräftiger sind und ihre Haut ist besser. Das kann nicht funktionieren. Bis du wirklich was in deinen Haaren merkst, dauert das so lange, wie deine Haare wachsen. Deine Haare wachsen im Monat vielleicht ein paar Millimeter, vielleicht ein Zentimeter und da wirst du nach 10 Tagen definitiv nicht sehen. Das Problem, was viele haben und viele auch einfach gar nicht wissen von Konsumentinnen, was völlig in Ordnung ist, deswegen will ich es euch so ein bisschen erklären und euch zeigen, was das Problem mit Kollagen ist, ist, dass Kollagen aus Eiweißen besteht. Und wenn du das deinem Körper zuführst, passiert nicht das, was in dem Video oder in der Werbung beworben wurde. Studien zeigen auch, dass Kollagen aus der Nahrung im Körper verwertet wird. Aber es gibt keine einzige Studie, die sagt, dass die Kollagenampullen, Kollagenkapseln, die du als Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst, auch wirklich an den Knochen ankommen. Der Körper kriegt das Kollagen und zerteilt es in 3 verschiedene Aminosäuren. Und zwar in Glycin, Prolin und Hydroxyprolin. Und es ist völlig egal, woher das kommt. Ob das von deinen Haferflocken kommt, ist nämlich übrigens dort auch mit drin. Oder von Sojabohnen oder von Nahrungsergänzungsmitteln. Also es gibt keinen wissenschaftlich fundierten Beweis, dass Nahrungsergänzungsmittel wirklich das machen. Der Körper setzt die Aminosäuren an den Stellen ein, für die er gerade das Eiweiß braucht. Und der Körper ist nicht darauf angewiesen, eine faltenfreie Haut zu haben, sondern der Körper ist darauf angewiesen, dass die lebenserhaltenden Funktionen funktionieren. Kollagen-Drinks führen nur dazu, dass du einen normalen Stoffwechsel hast und nicht einen verbesserten Darm. Das ist ganz, ganz wichtig und das fehlt mir hier. Was mit Sicherheit hilft, sind Vitamine, aber auch hier für einen normalen Haushalt. Und üblicherweise steht das auch auf allen Verpackungen drauf und ich habe das Produkt jetzt selber nicht hier. Aber wenn ihr in die Drogerie geht, Nahrungsergänzungsmittel kauft, steht da niemals drauf, das Ding macht das, sondern das Produkt hilft dabei, einen normalen XYZ-Zustand zu haben. Mehr nicht. Denn in Deutschland müssen Nahrungsergänzungsmittel nicht wissenschaftlich belegt werden. Und das ist ein bisschen problematisch. Wenn man auch auf die FAQs der Webseite geht, steht hier auch, es lohnt sich darauf zu achten, Kollagen durch unser Nahrungsergänzungsmittel fettgeschrieben zu ergänzen. Esst einfach ein paar Haferflocken mehr und ein paar Proteine mehr. Und der Körper nutzt diese dann auch für die Stellen,
die er wirklich braucht. Ja, das ist so die Botschaft. Esst lieber Müsli. Esst lieber Müsli, anstatt 70 Euro dafür auszugeben, oder kauft euch ein schönes Buch. Ja? Aber jetzt wollen wir uns noch mal ganz kurz angucken, wie die Community von Dani Büchner eigentlich darauf reagiert hat. Denn das Produkt hat schon gestern ihr ein bisschen Hate verschafft. Wir gucken mal rein. Es ist mal wieder soweit. Und zwar habe ich jetzt einige Nachrichten bekommen von wegen, wie ich merken würde, dass das Kollagen meine Nägel härtet, weil es wären Gelnägel. Das sind meine eigenen Nägel, lediglich mit Acryl verstärkt. Na dann. Und soll ich euch mal was sagen? Sie brechen mir überhaupt nicht mehr ab, denn selbst mit Acryl sind sie abgebrochen. Und auch meine Haare sind fester und stärker geworden. Das sind meine echten Haare, ja. Und das sind meine echten Nägel. Also Ladies, beruhigt euch, tief durchatmen und nicht immer gleich immer irgendwas schreiben. Das sind keine Gelnägel. Nervigsten finde ich es halt immer, egal was man macht, es gibt immer Menschen, die was zu nörgeln haben. Die Zuschauer haben dich, liebe Dani, abonniert, weil sie dich mögen und weil sie darauf vertrauen, dass du Produkte ihnen zeigst, sie etwas bewirken. Aber wenn du hier trinkbares Kollagen bewirbst und wir nun davon ausgehen können, dass trinkbares Kollagen im Endeffekt gar nicht so viel bringt, dann bist du deiner Community gegenüber nicht ehrlich und aufrichtig. Und da braucht man sich nicht wundern, wenn Kritik kommt und sich denn so beleidigt hier in der Story zu zeigen. Das finde ich wirklich cringe. Es gibt auch so viele Dinge, die mir nicht gefallen. Und ganz ehrlich, würde ich das ständig erwähnen, da wäre ich den ganzen Tag nur am Rumnörgeln oder Meckern. Und ich für mich habe mir einfach angewöhnt, ich möchte viel mehr positiver durchs Leben gehen. Und ich möchte mich nicht daran aufhalten, was andere Menschen machen oder nicht, ob denen die Hose passt, ob mir die Fingernägel von den anderen Leuten passen oder. Also, lasst uns etwas entspannen. Jeder sollte auf sich selbst gucken, das habe ich heute Morgen schon gesagt. Und ich verspreche euch eines, dann ist das Leben sehr viel einfacher. Ja, das Leben ist auch sehr viel entspannter, wenn man 70 Euro mehr auf dem Konto hat. 70 Euro ist heute schon ein ganzer, ein ganzer Einkauf, anstatt sich so einen Quatsch zu kaufen. Also hier von mir ein klares Statement zu diesem Produkt von Dani Büchner. Teilt dieses Video gerne, gerade wenn ihr seht, dass auch Influencer dieses trinkbare Kollagen bewerbt. Teilt denen mal dieses Video. Mal sehen, wie sie darauf reagieren. Mal sehen, wie sie mit den Experten, mit der Expertenmeinung umgehen oder ob das einfach totgeschwiegen wird. Hier von mir aus kann ich euch nur sagen, sowas geht gar nicht. Ja. Und wenn du auch gerne Videos siehst, wie Produkte analysiert werden, dann abonniere mich hier gerne auf YouTube. Ich bin ein kleiner YouTuber hier auf YouTube und freue mich darüber, dass die Familie hier so sehr wächst. Wir sind jetzt schon kurz vor den 8000 Abonnenten. Das ist so fantastisch und ich würde mich sehr freuen, wenn wir die 8000 zusammen erreichen würden. Das wäre ein Grund zu feiern. Und eins habe ich euch ja schon versprochen, bei den 10.000 Abonnenten, da habe ich eine Überraschung für euch, Freunde. Ja, so viel soll es erstmal heute von mir sein. Wir sehen uns um 12, 11, heute Nachmittag wieder. Bis zu 3 Videos am Tag. Freunde, macht es gut und bis bald. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.